Ja, es ist am Ende gekommen. Ruhig, ich bin schon vorbereitet dafür. Ich habe viele Jahre meine Karriere verlängert, so ich wusste schon, dass ein Ende kommt bald. Jetzt ist die Zeit und bin ruhig. Ich werde jetzt die Zeit mit der Familie genießen und in Ruhe überlegen, was werde ich noch in die Zukunft machen. Bleibst du dem Fußball denn auf lange Sicht treu oder doch jetzt wie doch mehr Pferdesport, mehr Golf? Was wird es sein? Fußball natürlich. Ich werde immer treu zu Fußball sein. Alles andere werde ich auch bestimmt machen, aber Fußball wird meine Hauptsache. Ich werde immer noch in Verbindung mit Fußball zu bleiben. Aber genau was, das weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt ein bisschen Zeit nehmen, zu überlegen, was ich genau machen werde. Das Verbindung mit Werder ist sehr speziell für mich und ich kann nur dankbar sein von den Fans, von der Stadt, von dem Verein. Und ja, diese Verbindung wird immer noch so sein, glaube ich. Und die andere Frage, ich bleibe noch 2 Wochen oder 1,5 Wochen hier, weil ich muss noch viele Leute treffen und Tschüss sagen und dann werde ich nach München gehen. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du wirst jetzt sehen, was du machst. Das heißt also, es ist noch nicht klar, dass du für Bayern Botschafter sein wirst. Das wurde ja mal gemeldet. Und du hast beim letzten Mal auch gesagt, es gibt von Bremen, also von Werder, jetzt noch keine Anfrage für irgendeinen Job nach der Karriere. Gibt es da inzwischen eine? Nein, von Werder noch gar nichts. Und die andere Sache mit Bayern, ich habe das immer gesagt, dass ich finde das sehr interessant, aber ich wollte das nicht sprechen während der Saison. So, ich habe es den Leuten von Bayern gesagt, dass ich, wenn ich zurückkomme nach dem Urlaub, dann werden wir uns sitzen und da können wir darüber sprechen. Warum nicht nur Bremen, warum nicht nur Bayern, warum von jedem ein bisschen? Weil ich habe immer mit beide so eine gute Verbindung. Ich glaube, die beide Mannschaften sind für mich sehr wichtig. Und ich kann nicht einfach sagen, von welcher werde ich was machen. Natürlich muss ich analysieren die Sachen, was für mich das Beste ist und für meine Familie natürlich. Und dann eine Entscheidung zu treffen.